Immer wenn irgendwelche Taten mit Schusswaffen verübt werden, kommt ein Punkt gerne mal zur Diskussion. Und zwar Munitionsverkauf. Wenn ich aber in einen Wettkampf gehe oder ins Training, dann habe ich natürlich auch einen gewissen Verschleiß. Wir sind ja angehalten, von Gesetzes wegen uns strikt an die Sportordnung zu halten. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir die Disziplin nach Sportordnung schießen müssen. Wenn ich eine Disziplin nach Sportordnung schieße, dann ist mir auch über diese Disziplin eine gewisse Mindestanzahl oder eine gewisse Anzahl von Schüssen vorgegeben. Nehme ich zum Beispiel Disziplin PP1 im WDMP. Da ist für einen kompletten Durchgang aller drei Entfernungen vorgegeben, dass ich 30 Schuss Munition benötige. Das hier ist eine Schachtel Munition. 9 mm Para, das sind 50 Schuss. Das bedeutet, wenn ich mit dieser Schachtel auf den Wettkampf gehe, PP1, bleiben genau 20 Schuss übrig. Das heißt noch nicht mal genug, um eine zweite Serie damit zu schießen. Ich muss also eine zweite Schachtel dafür öffnen. Gehe ich in den DSB und schieße dort meine Großkaliberdisziplin, so und so viel Schuss Präzision, so und so viel Schuss Zeitserie mit der Drehscheibe, dann sind das 45 Schuss, die ich in Summe abgebe, inklusive den Probeschüssen. Das bedeutet, ich gehe von einer Schachtel mit genau 5 Schuss nach Hause. Schieße ich an diesem Tag mit unterschiedlichen Kalibern diese Wettkämpfe, weil jedes Kaliber ist letzten Endes eine eigenständige Disziplin, dann gehe ich mit 100 Schuss da rein und komme mit 10 Schuss wieder zurück. Wo will man also da tatsächlich etwas reglementieren? Ich brauche Munition für den Wettkampf, ich brauche Munition fürs Training. Wenn ich jetzt überlege, bei uns im Training schießen wir an einem Trainingstag PP1, PP3, PP4, vielleicht noch ein bisschen NPAB mit dazu. So, und dann schieße ich meinetwegen, wenn wir einen ambitionierten Schützen dabei haben, der halt mal wirklich alles durchschießen will, dann schießt er 30 Schuss PP1, 30 Schuss PP3, 30 Schuss PP4. Dann sind wir schon mal bei 90 Schuss. Das heißt, hiervon sind genau 10 Schuss übrig. Dann schießen wir nochmal NPAB, sind wir bei 24 Schuss Bedarf. Dann sind das schon 114 Schuss Munition, die durchgegangen sind. Wie bei allem anderen im Leben. Je mehr ich etwas von einem Produkt kaufe, desto günstiger wird es. Und das ist bei Munition nicht anders. Kaufe ich, zum Beispiel, wie ich es gerne mache, 250 Schuss 9 mm Para, zahle ich bei meinem Büchsenmacher, wo ich die Munition in der Regel kaufe, 12 Euro die Schachtel 9 mm Para. Jetzt kann ich aber hingehen und zum Beispiel bei einer großen Jagd-Sportwaffen-Ausstattungskette gucken und dann finde ich sogenannte Staffelpreise. Und dann kriege ich dort angezeigt, kaufe ich eine Schachtel, zahle ich, ist einfach nur Hausnummer, 16 Euro für die Schachtel. Nimmst du 10 Schachteln, zahlst du nur noch 14 Euro. Nimmst du 20 Schachteln, also 1000 Schuss, zahlst du nur noch, keine Ahnung, 12 Euro die Schachtel. Und so weiter. Je mehr ich erwerbe, desto geringer wird natürlich der Packungspreis. Das ist doch ganz normal. Wo ist da auch das Problem? Es wird aber gerne in den Medien verteufelt, wenn jetzt wieder mal irgendein Straftäter gewesen ist. Oh, der hatte 200 Schuss Munition dabei. Leute, 200 Schuss, das sind 4 Schachteln Munition. Mehr ist das gar nicht. Das ist gar nichts im Grunde genommen. Und wie ich doch vorhin schon angestellt habe bei der Rechnung, das ist, bei manchen Schützen ist das ein Trainingsbedarf. Wie soll das denn funktionieren ansonsten? Ich muss ja trainieren, ansonsten verliere ich ja meine Grundlage für Schießen, um meinen Sport auszuüben. Ihr seht, dieses Thema Munition ist bei weitem nicht ganz so einfach, wie es gerne mal dargestellt wird. Kaufe ich 1000, und das ist jetzt eine Sache, die darf man tatsächlich nicht vergessen, ich bleibe jetzt mal wirklich nur bei dem Kaliber 9 mm Para, ja, 9 mm Luger. Kaufe ich 1000 Schuss Munition, das ist genau eine Schachtel, so breit, so hoch und vielleicht so dick. Mehr ist das nicht. Das ist ein Gewicht von rund 13 Kilo bei 9 mm Para mit einem Geschossgewicht von 124 Grain. Mein 13 Kilo ist schon eine Hausnummer. Wie soll denn einer tatsächlich in einem einfachen Rucksack 2.000-3.000 Schuss transportieren? Das geht doch, Leute. Das hält kein Rucksack aus, das hält kein Rücken aus. Außer der geht mit dem Bundeswehrrucksack durch die Gegend.
So, und jetzt sprechen wir tatsächlich davon, da geht einer hin und, sage ich mal, nicht nur 9 mm Para, die ja eine relativ kurze Patrone ist, sondern der hat man wegen 1000 Schuss 223 oder 308 dabei. Ey Leute, das ist ein Gewicht, das kann man gar nicht schleppen, letzten Endes. Außer man sieht aus wie Schwarzenegger zu seinen besten Zeiten. Daher einfach nur meine Bitte, Leute, lasst euch durch diese fehlinformierten und eher hetzenden Medien nicht ins Boxhorn jagen. Denkt mal ein bisschen drüber nach, bevor ihr die Sachen, die in den Medien erzählt werden über das ganze Thema, Glauben schenkt. Ich sag's mal relativ deutlich raus. Wir sind nicht die Bösen. Wir sind Sportler. Wir sind Jäger, kümmern uns um Naturschutz und wir erhalten historisch wertvolle Güter beim Sammler. Wir sind keine Gefahr für die Öffentlichkeit. Deshalb denkt ein bisschen nach, informiert euch erstmal eingehend über das Thema, bevor ihr euch eine Meinung bildet. Vielen Dank. Gefallen euch meine Videos? Geile Sache. Seid bitte so lieb, abonniert mich, liked mich und teilt meine Videos. Nur so können die Informationen auch tatsächlich transportiert werden. Und wer mich ein bisschen unterstützen möchte, herzlich gerne. Ihr könnt mich bei Patreon unterstützen, ihr könnt mir direkt über PayPal etwas zukommen lassen, wie ihr möchtet. Und wenn nicht, hey, ist es auch okay. In diesem Sinn, macht's gut.